Die Physiker sind eigentlich, also zumindest alle, die ich kenne einige, und zwar auch ganz sehr gute, sind eigentlich alle überzeugt, dass es grundsätzlich möglich ist, auch die Gravitation hier einzubeziehen. Es ist auch nicht so, dass die Gravitation jetzt sozusagen ein Komplementärprinzip zu den anderen drei wäre. Das kann man so nicht sagen, was im philosophischen System Yin-Yang eigentlich zum Ausdruck kommt. Es gab auch, gibt auch immer wieder große Anläufe, das theoretisch einmal zu versuchen. Das Schöne ist, in der Mathematik kann man Dinge tun, die man sich überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Es ist überhaupt kein Problem, mit 8 oder 10 Dimensionen zu rechnen. Ein besserer Mathematiker kann das eigentlich problemlos, obwohl wir es uns nie vorstellen werden. Also Sie können bequem eine fünfdimensionale Kugel schneiden, nicht? Das ist überhaupt kein Thema. Mathematischen Klacks kann sogar ich, also ich kann nicht gut Mathematik. Aber vorstellen können wir es uns trotzdem nicht. Und das ist der Knackpunkt der ganzen Geschichte. Das Dumme ist, dass die meisten anderen Kräfte, Sie wissen, Elektromagnetismus nimmt ab mit dem Quadrat der Entfernung. Das ist relativ einfach, das haben wir gelernt. Die starke Kernkraft beispielsweise nimmt sehr viel schneller ab. Also da genügen winzige Abstände, ja, und das Ding ist praktisch nicht mehr wirksam. Das ist auch der Grund, warum wir Atomkerne spalten können. Wenn wir die ein bisschen, diese Protonen, auseinanderbringen, dann macht den Rest bereits die elektromagnetische Abstoßung. Ja, dann langt es bereits. Und die Schwerkraft, die nimmt auch mit dem Quadrat der Entfernung ab, aber sie reicht im Prinzip unendlich weit in den Raum hinein. Wir werden ja auch vom Zentrum der Milchstraße angezogen, auch wenn wir es kaum merken. Als Individuum, aber die Erde natürlich und das Sonnensystem sehr wohl. Und diese Kräfte sind sehr unterschiedlich stark und sie nehmen in der Distanz sehr unterschiedlich schnell ab. Und die zusammenzubringen, ist ganz, ganz schwierig. Es gibt auch immer wieder die Verwunderung, das nennt man das anthropische Prinzip, diese vier Grundkräfte müssen in ihrer Größe sehr genau aufeinander abgestimmt sein, damit ein Universum, so wie wir es kennen, überhaupt existieren kann. Wenn die nur ein kleines bisschen in ihrer Größe voneinander, von dieser jetzigen Größe abweichen würden, gäbe es ein Universum, wie wir es kennen, überhaupt nicht. Man hat auch daraus wieder geschlossen, ja, da ist wieder irgendein Plan dahinter. Ich halte es für sehr viel wahrscheinlicher, dass das einfach eine Folge ist, dass es Zerfallsprodukte einer Urkraft sind, dass das eben zueinander passt. Schlicht und einfach. Genauso wie in der Masseerhaltung, wenn eben ein Uranatom zerfällt, zerfällt es in Spaltprodukte und wenn Sie die Masse dieser Spaltprodukte zusammen mit der umgerechneten Energie, die frei geworden ist, wieder zusammenzählen, dann kommt die gleiche Masse raus, die ursprünglich vorhanden war. Das ist kein Zufall, das ist Naturgesetz. Und das gilt wahrscheinlich auch für diese großen Naturkonstanten. Das Denken über ein allmächtiges Wesen, ist nicht zwingend. Das ist gar keine Frage. Wir wissen ja auch, dass unterschiedliche Kulturen darüber sehr unterschiedlich denken. Zeigt es ja auch. Es zeigt sich auch, wenn man die Bibel ansieht, dass dieses Denken über diesen Gott Yahweh, den wir heute in diesem Kulturkreis im Wesentlichen meinen, eine ziemlich dramatische Entwicklung genommen hat. Er ist am Anfang, wenn man die ältesten Schriftstücke schaut, einer unter mehreren Göttern. Da steht noch in den 10 Geboten, das erste der 10 Gebote heißt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Daraus schließt man messerscharf, offensichtlich gibt es noch andere. Ja? Erst viel später kommt man auf die Idee, es gibt nur den einen. Das war deutlich später. Ja? Und auch die Art, wie sich dieser Gott gibt, hat eine Entwicklung durchgemacht im Denken. Die Bibel schildert uns ja nicht, davon ist man heute ja auch selbst im Katholizismus ganz stark abgekommen. Die Evangelischen haben das schon länger überwiegend, aber selbst die Katholiken haben es inzwischen geschnallt, dass das nicht irgendwie irgendein Heiliger Geist dem Autor diktiert hat, wie das im Übrigen die Mohammedaner für den Koran noch immer wirklich strikt so annehmen, sondern dass das Menschen sind, die über diesen Gott nachgedacht haben und ihre Gedanken niedergeschrieben haben. Es ist eher ein Denken und Reden über diesen Gott als eine Diktion. Das ist zumindest heute die gängige Lehrmeinung. Und daher zeigt sich hier auch eine Denkentwicklung, ganz klipp und klar. Am Anfang haben wir betont im Alten Testament einen richtenden, strafenden, zornigen, sehr menschlichen Gott. Und diese Idee des liebenden Gottes, die kommt vergleichsweise sehr, sehr spät, eigentlich in voller Wucht dann erst im Neuen Testament. Die gab es vorher nur andeutungsweise, aber nicht wirklich massiv. Ja? Auch die Idee, dass am Anfang dieser Gott ist nur für das Volk Jahwe
da, also nur für die Israeliten da und für alle anderen nicht, wird dann aufgegeben zugrunde, er ist eigentlich für alle Menschen da. Das ist eine Entwicklung. Ich meine persönlich, man sollte diese Entwicklung weiterdenken. Warum soll sie denn gerade plötzlich da stehen bleiben? Und wenn Sie, das machen einige Theologen, sagen, die Schöpfung ist eigentlich die erste Offenbarung, noch lange geschehen, ja bevor die Bibel überhaupt niedergeschrieben wurde, dann würde ich sagen, warum sollten beide denn jetzt zu Ende sein? Die Schöpfung ist ja auch noch nicht zu Ende. Die passiert eben unterbrochen. Aber ich gebe Ihnen recht, es gibt nicht die geringste Möglichkeit, diesen Gott zu beweisen. Das haben schon die mittelalterlichen Scholastiker eindeutig geklärt. Das ist keine neue Erkenntnis. Würde ich absolut zustimmen. Ich sage auch nicht mehr, als dass die Grundaussagen, die hier formuliert wurden, mit dem heutigen naturwissenschaftlichen Weltbild durchaus passen und keinen direkten Widerspruch ergeben. Was sie damit machen, aus dieser Erkenntnis, das ist wirklich ihre tiefst persönliche Sache. Da will ich überhaupt niemanden etwas überreden oder einreden oder sonst irgendwas. Es ist richtig, also ich bin auch der Ansicht, dass dieser Gott nicht direkt ins Weltgeschehen eingreift. Weil das würde sich mit dem Begriff der Freiheit schlicht nicht vertragen. Aber, das hier am Schluss, wenn wir in Freiheit zu einem Leben kommen wollen, wo wir hinterher sagen, es hat einen Sinn gehabt, dann ist diese Sinnhaftigkeit eines Lebens eigentlich immer auf ein menschliches Du gerichtet. In mir selber allein werde ich kaum diesen Sinn finden. Zumindest zeigt das eine immerhin schon mehr tausendjährige Geschichte, dass dem nicht so ist. Sondern ich finde, auf ganz unterschiedliche Art und Weise und auf tausend Varianten, einen Sinn in einem Leben eigentlich immer im Du. Das heißt, ich denke, dieser Gott greift ins Weltgeschehen ein, aber prinzipiell durch Menschen und das auf freiwilliger Basis. Die können und sollen was Gutes tun, aber sie müssen ganz sicher nicht. Das zeigt auch die Alltagserfahrung, dass das nicht so ist. Das heißt, es gibt die Katastrophe, in welcher Form auch immer. Und jetzt geht es darum, wie gehe ich mit dieser Katastrophe um? Das ist eigentlich die Sinnfindung, um die es geht, um die es auch letztlich den Bibelautoren geht. Nie, aber ich distanziere mich auch, ich weiß, ich stehe hier auch durchaus auch im Gegensatz zu vielen Facetten auch einer gewissen Volksfrömmigkeit, wenn Sie so wollen. Nicht? Alles, was so formuliert wird als Bittsteller, auch Heiligsprechungen, Seligsprechungen, diese ganze Geschichte, ist nicht meins. Ja, weil sich es meiner Ansicht nach mit dem Begriff der Freiheit überhaupt nicht verträgt, sondern meine Ansicht dazu wäre, wir sind aufgefordert, im Rahmen unserer Möglichkeiten das Beste draus zu machen und daraus einen Sinn zu schöpfen. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist eine freiwillige Entscheidung. Du sollst, steht in den 10 Geboten, und nicht du musst. Also ganz grundsätzlich, im physikalischen Sinn gibt es ein davor, vor dem Urqual nicht. Genauso wenig wie es 1 gebrochen durch 0 gibt. Das ist sozusagen eine sinnlose, in dem Fall physikalische Operation, weil mit dem Urknall auch die Zeit entstanden ist. Das ist die eine Seite. Theologisch hat man immer wieder betont, dass dieser allmächtige Gott über der Zeit steht, obwohl er in der Zeit auch wirkt. Es gibt diesen schönen Psalm, 1000 Jahre sind für Gott wie ein Tag. Nicht sind wie ein Tag, sind nicht ein Tag wie ein Tag. Das heißt, es gibt keine Zeit für ein Wesen, das über der Zeit steht. Man hat immer wieder versucht, das damit zu erklären, wenn man eine Ebene hernimmt und das alles sind zweidimensionale Lebewesen und es gibt jetzt einen dreidimensionalen Punkt über dieser Ebene, kann dieses dreidimensionale Wesen in die Ebene natürlich hineinwirken, ohne selbst in dieser Ebene gefangen zu sein. Das ist das Bild, was man hier gerne verwendet. Es gibt natürlich nicht die geringste Möglichkeit, festzustellen, was sich vielleicht ein überzeitlicher Gott jetzt unter Anführungszeichen vor dem Urknall gedacht hat oder auch nicht gedacht hat. Vielleicht hat er sich auch ganz was Bösartiges gedacht. Wenn man manches in der Welt sieht, kann man auch da auf die Idee kommen. Auch nicht einmal das kann ich ausschließen. Geht nicht. Ja? Da als Naturwissenschaftler schon gar nicht, aber selbst die Theologie sagt, das geht einfach nicht.
nicht machbar. Wenn wir heute wissen, oder zu wissen glauben, das ist ein lustiges Wortspiel, dass diese eine Urkraft heute in vielen Facetten existent ist, warum sollte denn nicht eine ursprüngliche auch Schöpferkraft heute in vielen Facetten auftreten? Ist eine Glaubenssache, aber grundsätzlich kann ich es nicht ausschließen. Geht nicht. Also wir haben natürlich auf der einen Seite eine Kontinuität von vielen, vielen Dingen. Unser ganzer Körper ist so, und unsere ganze Genetik ist zu 98% die eines Schimpansen. Da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Aber es gibt gar keinen Zweifel, dass hier etwas prinzipiell Neues dazugekommen ist. Genauso wie in der Individualentwicklung eines Menschen an vielen Punkten etwas prinzipiell Neues geschieht. Der Punkt des ersten Gehirnstroms ist ein prinzipieller Punkt. Vorher gibt es nämlich gar keinen. Eine befruchtete Eizelle denkt auch nicht ein bisschen. Die denkt gar nicht. Und ein Zweijähriger denkt, das ist gar keine Frage. Ja? Und das fällt nicht vom Himmel, das heißt nichts Übernatürliches im Spiel. Naturgesetze sind schöpferisch. Das ist wirklich eine naturwissenschaftliche Erkenntnis. Und insofern ist der Mensch auch in seiner Gesamtheit oder die Menschheit auch hier sozusagen ein Konglomerat aus tradierten Elementen auf der einen Seite, und es gibt sogar mehr als viele Leute glauben, aber da kommt schon an einigen Stellen etwas prinzipiell Neues dazu. Kann man darüber streiten, was das genau sein wird. Tatsache ist, dass also in der Denkfähigkeit die Schimpansen sehr viel weitergekommen sind, als wir noch vor wenigen Jahren gedacht haben, aber dass umgekehrt ein echtes Transzendentaldenken tatsächlich den Menschen vorbehalten ist. Das tun Schimpansen gar nicht. Wir können heute mit Schimpansen sehr intensiv kommunizieren. Es ist zum Glück gelungen, vor allem mit Zeichensprachen und ähnlichen Dingen, mit Schimpansen sehr, sehr intensiv zu kommunizieren. Schimpansen sind durchaus fähig, über die konkrete Situation hinaus zu denken. Also die denken, wenn ich jetzt das und das mache, dann kriege ich morgen eine Schokolade oder was ähnliches. Also die gehen was ganz wenige Tiere überhaupt nur hinbringen. Also sie können über die konkrete Situation hinausdenken. Sie können wirklich planen. Die Schimpansen planen auch Überfälle und machen Mordpläne. Das gehört auch dazu. Die dunkle Seite der Macht, wenn sie so wollen. Ja. Aber es gibt nicht den geringsten Hinweis, trotz dieser intensiven Kommunikation meiner Ansicht nach, dass sie wirklich transzendental denken. Das heißt, was geschieht mit mir nach meinem Tod? Dafür gibt es, soweit ich weiß, also ich habe noch nichts gefunden. Sorry. Okay, man hat es nicht gesehen. Ja, gut, mehr kann ich. Das gilt für jede naturwissenschaftliche Aussage. Alle Schwäne sind so lange weiß, bis man nach Südaustralien fährt. Dort gibt es einen Schwarzen. Ne? Das war genau der Einwand, den Albert Einstein also über 25 Jahre massiv gespielt hat. Die Quantenphysik konnte zeigen, dass es prinzipiell nicht geht. Also nicht, dass wir es nicht können, oder dass wir noch zu blöd dafür sind, oder dass uns noch das Rüstzeug dafür fehlt, sondern dass es prinzipiell nicht geht. Und das in vielen, vielen Facetten, die ganze Quantenphysik beruht genau auf dieser Erkenntnis, die sich in unglaublich unterschiedlichen Experimenten zeigen lässt. Es gibt einen berühmten Ausspruch, glaube ich, Niels Bohr war es, wer über Quantenphysik nachdenkt und nicht verrückt ist, der hat sie nicht verstanden. So ungefähr war der Ausspruch. Und das trifft schon. Also es ist eine Welt in diesem Mikrokosmos, die so ganz anders ist, als wir sie in der Alltagserfahrung machen, weil wir hier immer mit großen Ziffern sozusagen zu tun haben. Aber wie gesagt, gelegentlich, das ist ja der Trick, wenn Sie es so wollen, gelegentlich schaukelt sich dieser subatomare Zufall eben in die Alltagswelt herauf. Es gibt ein physikalisches Experiment, da kann man zum Beispiel, stellen Sie sich bitte vor, so einen Glasplatte, von hier bis da nach hinten zur Tür, und 8 Billardkugeln hintereinander, genau auf Linie. Und Sie haben einen perfekten Billardspieler und der stoßt die erste genau exakt an und die trifft die zweite und die dritte und so weiter. Dann genügt dieser physikalische Unsicherheitsfaktor, dass Sie nicht mehr sicher sein können, ob die siebte Kugel die achte trifft oder nicht, weil es sich einfach zur achten Potenz aufschaukelt. Lässt sich mathematisch wunderbar durchrechnen. Geht eigentlich nicht besonders schwierig. Aber das ist jetzt natürlich ein artifizielles Experiment. Aber wie gesagt, Mutationen oder Schneekristalle oder ähnliche Dinge, da passiert es eigentlich ununterbrochen, dass sich dieser Zufall in unsere Alltagserfahrung heraufschreibt. Wenn Schneekristalle zu klein sind, der probiert es bitte mit Eisblumen, ist das gleiche Phänomen. Auch die sind individuell. Ein bisschen größer. Ich würde sagen, es ist eine
das ist einmal eine Alltagserfahrung oder eine historische Erfahrung, dass der Glaube an eine höhere moralische Instanz, die dieser Gott ja letztlich auch ist, sehr, sehr vielen Menschen hilft, zu einer Sinnfindung zu kommen. Oder mit anderen Worten, Leute, die glauben, denen geht es häufig sehr viel besser. Nicht immer. Es gibt auch durchaus prominente Gegenbeispiele, die an diesem Glauben auch wirklich zerbrechen. Das muss man auch ganz klar sagen. Meistens dann, wenn sie ihn falsch verstehen. Das ist meine persönliche Ansicht dazu. Aber noch einmal, selbstverständlich darf man auch als intelligenter Mensch klar sagen, nein, ich bin der Überzeugung, es gibt keinen. Es gibt einen netten Spruch eines Theologen, der gefragt hat in dieser ganzen Frage, kann man in dieser Frage katholisch, ehrlich und intelligent sein? Und das Gemeine ist, zwei von diesen Eigenschaften gehen wunderbar, immer. Ja, also intelligent und ehrlich, aber nicht katholisch, katholisch und intelligent, aber nicht ehrlich und so weiter. Das geht wunderbar. Aber alle drei zusammen ist das Problem. Ich bin der Meinung, es geht. Aber nochmal, das ist eine Denkmöglichkeit. Ich betone das ganz bewusst. Ich stelle überhaupt nicht den Anspruch, dass es die einzige Denkmöglichkeit ist. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass gerade an dieser Frage sehr viele Leute sagen, ja, wenn ich das eine jetzt glaube, dann kann ich ja das andere nicht annehmen. Ich versuche hier, und das war auch sozusagen das Thema meines Vortrags, zu zeigen, grundsätzlich geht das, wenn du willst. Aber wenn du willst. Wenn du nicht willst, ist auch okay. Also ich habe damit überhaupt kein Problem. Ja? Nur sag bitte nicht den anderen, sie sind blöd. Das wäre eine Bitte, die ich vielleicht anschließe. Ich sage, ich neige ja dazu, der Mensch hat sie erfunden und man könnte schon auch sehen, dass sie nutzt. Ja, es gibt eine ganz neue Richtung in der Soziobiologie, das ist gar nicht, es ist durchaus reell, die sich im Moment sehr intensiv darüber auch Untersuchungen anstellt, wie es zur Religiosität im weitesten Sinn kommen konnte und was es tatsächlich einer Population nützt. Die nehmen ja viel in Kauf, nicht? Man muss Tempel bauen oder Kirchen, das kostet Geld und Arbeit. Also die bringen ja viel ein an Energie. Und trotzdem haben sie aber überlebt. Eigentlich müssten wir ja sagen, wenn man das alles sparen könnte, was die da in ihre Tempel und Kirchen hineingesteckt hat, dann müsste es ja prächtig gehen. Da ist unglaublich viel Energie hineingegangen. Das ist aber nicht interessanterweise. Also irgendwie muss sich das doch rechnen. Weil sonst gäbe es nicht in so unheimlich vielen Facetten. Und das ist durchaus Gegenstand von ganz seriösen wissenschaftlichen Untersuchungen, welche Mechanismen da tätig sind. Also das ist durchaus reell, diese Frage. Es gibt in der Tat eine philosophische Richtung, den sogenannten Solipsismus, der genau das, also ganz strikte annimmt. Alles, was ich erlebe und was scheinbar hier die Realität ist, ist eigentlich nur die Projektion meines Gehirns. Cogito ergo sum, also ich existiere, ja, aber alles andere könnte ja im Prinzip, Matrix hat dieses Thema ja aufgegriffen im Film, könnte ja im Prinzip eine Einbildung sein. Und es gab viele Versuche und das Resümee ist hier ganz eindeutig, Solipsismus lässt sich logisch nicht widerlegen. Geht nicht. Aber man kann trotzdem dafür sorgen, dass Solipsisten aussterben. Das geht. Man braucht dazu eigentlich nichts anderes als einen Zoo und ein wütendes Nashorn. Das ist Voraussetzung. Man nimmt, das kann ich erklären, man nimmt den Solipsisten, also das ist jemand, der wirklich überzeugt ist, alles, was rundherum scheinbar existiert, ist nur eine Gedankenprojektion. Sonst nichts. Nimmt ihn in den Zoo, also Hellerbrunn oder irgendwo, geht vor den Käfig von einem Nashorn, das sollte ein bisschen sauer sein, und sagt, also pass auf, ich stelle dich jetzt hierher, ich verbinde dir Augen, Nase, Mund und Ohren, dass du also keine Sinneseindrücke mehr aufnehmen kannst. Nach deiner Ansicht ist dann das, was da draußen ist, nicht mehr existent, weil du es ja nicht mehr nahe nehmen kannst. Und in einer Minute öffne ich die Tür. Und dann gibt es nach einer Minute hundertprozentig einen Solipsisten weniger. So oder so. Sie können sich's aussuchen. Sehr bösartig, gebe ich zu. Da kommt jetzt diese Logos-Geschichte, weil die Übersetzung mit dem Begriff Wort ist auch nicht so ganz falsch. Er hat uns sein Wort gegeben als Aufforderung, jetzt als selbstbewusste,
und damit auch verantwortlich freie Individuen in dieses Weltgeschehen einzugreifen. Und das tun wir ja auch. Auch wenn wir nichts tun, bewirken wir ja was. Das ist genau der Punkt. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich diese Rolle im Rahmen unserer Möglichkeiten, und diese Möglichkeiten steigen, das ist das Faszinierende dabei, ja, das, was geschieht, jetzt sage ich mal, besser zu machen oder mit anderen Worten schlicht und einfach Gutes zu tun. Aber in Freiheit. Es gibt keinen Zwang, das zu tun, sondern bestenfalls eine Aufforderung dazu. Nicht mehr und nicht weniger. Der hat das als erster komplett umgesetzt. Muss man lang ausholen. Das Dumme ist, dass der Begriff der Gottessohnschaft zwei Traditionen hat, die leider dann vermixt werden. Es gab die alte hebräische Tradition, wo ein Gottessohn jeder war, der im Sinne Gottes gehandelt hat. Punkt aus. War ganz einfach. Ja, in diesem Sinn war Moses ein Gottessohn. Ja, und ein Prophet auch. Und Jesus natürlich auch. Ganz klar. Und dann gab es die Tradition der Griechen. Da war ein Gottessohn, jemand, den Zeus, meistens nicht mit seiner Frau, aber doch gezeugt hat. Also wenn Sie so wollen, eine biologische Abstammung. Halbgötter, Herkules und Perseus und wie sie alle hießen. Ja. Also die haben den Begriff des Gottessohnes biologisch aufgefasst. Grundsätzlich. Und nicht in einer geistigen Tradition. Und jetzt treffen in der Phase des Hellenismus, also sprich in der Phase, wo die Evangelien geschrieben wurden, diese beiden Traditionen aufeinander und vermischen sich einander. Und drauf kommt eine fast abenteuerliche Konstruktion, wo Jungfrauengeburt und Heiliger Geist herabschwebt, dass es dann doch irgendwie gezeugt wird, aber so richtig biologisch dann auch wieder nicht. Weil ja die Jungfrauengeburt da ist. Also es ist und erst 400 Jahre später findet man zu einer Formulierung, wo man versucht, beides wieder synthetisch unter einen Hut zu bringen, indem man dann vom eingeborenen Sohn spricht, der jetzt weder nur die reine geistige Tradition macht, aber auch nicht das biologische betont. Ja, das haben manche Bischöfe noch nicht wirklich geschnallt, gebe ich gerne zu. Aber wie gesagt, das Grundproblem war, dass zwei völlig diametrale Traditionen, was Gottsohnschaft betrifft, hier aufeinander geprallt sind. Genau in der Gegend und in dieser Zeit. Und das Ergebnis ist nicht ganz leicht zu verdauen, gebe ich gerne zu. Ich komme auch mit den monotheistischen Religionen durchaus an einigen Stellen an Konfrontationspunkte. Da gibt es überhaupt keine Frage. Also der Begriff des Kismes, habe ich schon gesagt, das ist etwas, was ich wirklich komplett ablehne, weil ich ihn wirklich für falsch, grundfalsch halte. Aber auch zum Beispiel die Grundidee, die sich also auch im christlichen Bereich sehr hartnäckig hält, nicht? Kaufst du drei schwarze Kerzen in Altötting, schlägt der Blitz nicht ein und ähnliche Dinge. Ja, da gibt es nicht wenig Leute, die das wirklich glauben, oder bete drei Vater unser und morgen scheint die Sonne und solche Sachen. Da bin ich auch ganz zutiefst überzeugt, das geht so nicht. Also es ist nicht so, dass ich sage, alles ist wunderbar und es gebe gar keine Konfliktpunkte. Ich gebe zu, dass mir die Grundidee eines einzigen Schöpfergottes hier wesentlich leichter zu vermitteln ist, als der eines dualen Prinzips oder gar eines polytheistischen Prinzips. Es ist zwar machbar, meiner Ansicht nach, auch hier würde ich sagen, das, was ja die heutige Kirche leider komplett leugnet. Die heutige Kirche, wenn sie von Traditionsbewahrung redet, meint eine Tradition in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie vergisst, dass davor noch 19 Jahrhunderte gelegen sind, wo es auch eine Tradition gibt, nur eine andere, dummerweise. Das ist das, was sehr häufig übersehen wird. Also es gab auch hier eine Entwicklung und ich sehe auch andere Geistesrichtungen, ganz allgemein, auch auf dem Weg. Und die sind halt, wie immer in der Evolution, halt unterschiedlich weit. Ich würde gar nicht so vermessen sein, zu sagen, dass das Christentum hier weitergekommen wäre als etwa, was weiß ich, der Buddhismus oder irgendwas. Ich meine, das sind unterschiedliche Wege, die durchaus, wann auch immer, einmal in ein ähnliches Ziel münden könnten. Auch der Buddhismus hat ja einige
Strömungen sehr ähnlich. Auch dort greift dieser Buddha nicht direkt ein ins Weltgeschehen, sondern es ist dem Menschen vorbehalten, was Gutes zu tun. Also es gibt hier durchaus Parallelen, wo man anknüpfen könnte. Ich kenne aber, muss dazu sagen, gerade die fernöstlichen Religionen viel zu wenig, um hier im Detail das machen zu können, was ich hier im Bereich der christlichen Religionen mache. Wenn man von Sünde redet überhaupt, dann setzt es ja voraus, dass diese Welt nicht vorbestimmt ist. Erstens. Wenn die vorbestimmt wäre, gäbe es keine, kann es keine Sünde geben. Wie denn? Geht nicht. Punkt 1. Zweitens, selbst der Katechismus, den ich sonst nicht besonders mag, gebe ich gerne zu, selbst der spricht davon, dass vor der Vergebung die Reue kommt. Das heißt, wenn ich nicht selber überringelt habe und echt angenommen habe, da habe ich was Falsches getan, warum auch immer, geht's gar nicht. Also ich würde es von dieser Seite her aufrollen. Ja, wenn Sie nicht selber erkennen, das war jetzt wirklich verkehrt, was da gelaufen ist. Ja, und Sie auch wissen, da gibt es eigentlich keine Entschuldigung, die uns sonst ja ganz locker auf den Lippen liegt. Ja, erst dann kann das überhaupt passieren. Und erst wenn Sie das, diese Verfehlung, wenn Sie so wollen, tatsächlich annehmen, würde der Psychologe sagen, erst dann haben Sie eine Chance, sich davon auch zu befreien. Jetzt ein bisschen psychologisch ausgedrückt, die ganze Geschichte. Das ist meiner Ansicht nach damit gemeint. Und wenn es richtig funktioniert, ich meine, in den Dorfgemeinschaften bis vor ziemlich kurzer Zeit waren gute Pfarrer, die Seelsorger, wenn Sie so wollen, die Psychologen der Dorfbevölkerung. Sie haben nicht immer einen schlechten Job gemacht. Nicht immer, sie haben auch manchmal sehr daneben gelegen, auch klar. Aber viele haben einen wirklich tollen Job gemacht auf dem Gebiet. Meiner Ansicht nach, dieser Sündenerlass, das ist etwas, was letztlich psychologisch in einem selber passiert. Das segelt nicht irgendwie da von oben runter. Das wird bestenfalls durch den Priester vermittelt, aber das segelt da nicht irgendwie als Heiligenschein da von runter. Das ist eine sehr, vielleicht Kindheitserinnerung, wie Sie das einmal gedacht haben, würde ich so überhaupt nicht sehen. Gar nicht. Das ist ein tiefen psychologisches Erleben, was hier passiert. Wenn Sie es überhaupt annehmen. Jemand der nicht gläubig ist, für den ist das einfach Larifari, Punkt, aus, Ende. Der geht zum Psychiater. Die großen Sprünge haben wir fast überall, also Entstehung des Lebens, Entstehung der echten Einzelnen mit Kern, Entstehung der Vielzelligkeit, das sind immer, das waren wirkliche auch schöpferische Ereignisse, in dem Sinn, dass komplett neue Eigenschaften reingekommen sind. Das waren immer Zusammenschlüsse. Ausnahmslos. Das ist wahrscheinlich, also wir haben ein bisschen übersehen, wir haben immer Stammbaumidee, dass sich was spaltet. Aber die wirklich großen Dinge, die da passiert sind, die sind immer dadurch passiert, dass Dinge zusammenkommen. Oder zusammenbleiben. Ein Beispiel, auch Komplexitätssteigerung. Wenn Sie eine Zelle haben, einen Ball, und der teilt sich, dann sind es zwei Bälle. Das sind noch nicht, das sind zwar jetzt zwei, aber Komplexität ist gleich geblieben. Und diese Bälle haben jetzt einen Außen und einen Innen. So, wenn die zwei aber beisammen bleiben, haben sie plötzlich drei Außengeschichten. Sie haben die echte Außenwelt, sie haben den anderen und sie haben einen ringförmigen Struktur, wo alle drei Ebenen zusammenkommen. Und nur durch die Tatsache, dass die zwei Knödeln da jetzt beisammen bleiben, haben sie sofort die Komplexität der Umwelt aufs Dreifache erhöht. Da brauchen sie gar nicht tun. Das ist übrigens, nach diesem Prinzip funktioniert die gesamte Ontogenese. Also die Entstehung eines Organismus aus einer einzigen Eizelle. Das ist das zentrale Grundprinzip, nach dem es funktioniert. Wie sich diese Komplexität aufbaut. Selbstverständlich, die Sprache ist eine der zentralen Erfindungen gewesen zur Menschwerdung, weil wir da tatsächlich also über Distanzen kommunizieren können. Das können die Schimpansen auch nur in einer sehr, sehr basalen Ebene, obwohl die können deutlich besser denken, als sie sprechen können. Die können viel komplexer denken, als sie reden können. Da fehlt einfach der Kehlkopfapparat, der entsprechende. Dummerweise haben wir vom Kehlkopfapparat keine Fossilien, das heißt, wir wissen einfach nicht genau, wann dieser Übergang wirklich passiert ist. Er ist spätestens vor 50.000 Jahren passiert, weil da haben wir bereits echte Gräber oder transzendente Funde an Zeichnungen und ähnliches. Das geht nur mit Sprache. Also da war es sicher schon da, aber wie alt sozusagen dieser Kehlkopfapparat und damit die Sprache ist, wir wissen es einfach nicht. Das
fragen Sie mich. Sorry. Wir wissen ja nicht, wie der Tod ist. Wir wissen von einigen Berichten, wie das Sterben abläuft. Und wir wissen, dass es gibt ja diese berühmten Berichte von Scheintoten, die also wieder zurückgeholt werden. Die sind ja nicht, eben nicht wirklich gestorben. Aber wir wissen, wie das Sterben abläuft. Und wir wissen, dass die Geisteshaltung der Sterbenden hier eine wesentliche Rolle spielt. Das kann man sagen. Aber mehr kann man nicht sagen. Das wäre Humbug, meiner Ansicht nach. Da kann man glauben, da kann man hoffen. Aber wissen kann man hier eben nicht. Sorry. Was ich glaube. Ich glaube, es wird eng werden.